Es war einmal. In einem weit entfernten Land lebte eine schöne Prinzessin namens Cinderella. Cinderella war mit dem stattlichen Prinzen Leo verheiratet. Sie lebten glücklich in der großen Burg und genossen ihr Leben. Aber zurück in Cinderellas Haus waren ihre Stiefmutter Lady Puffy und ihre beiden Töchter alle aufgebracht und eifersüchtig. Oh, wenn ich in diesem Schloss leben würde, würde ich zu den besten Bällen und Tänzen gehen. Ich würde jeden Abend die köstlichsten Gerichte auf der Burg essen. Selbst ihre Katze Papu würde von einem wohlhabenden Leben auf der Burg träumen. Lady Puffy war so wütend, dass sie Cinderellas Sachen aus dem Dachbodenfenster warf. Eins nach dem anderen. Wir brauchen diese ganzen Sachen nicht mehr. Es ist alles nutzlos. Plötzlich entdeckte Lady Puffy eine Kiste, die in der Ecke des Raumes gelassen wurde. Mit großer Neugierde öffnete sie sie und fand darin eine alte Taschenuhr. Lady Puffy nahm die Taschenuhr und ging ins Wohnzimmer. Die Schwestern waren auch sehr neugierig, als sie die alte Uhr sahen. Und sie drückten den Knopf an der Seite der Uhr, um sie zu öffnen. Und um zu sehen, was sich darin verbarg. Es schien eine normale Uhr mit einem gewöhnlichen Spiegel zu sein. Außer die Zeiger der Uhr begannen sich rückwärts zu drehen. Plötzlich strahlten helle Lichter aus der Uhr und erhellten den ganzen Raum. Sie waren alle überrascht und plötzlich erschien eine böse Fee vor ihnen. Endlich bin ich wieder in der realen Welt. Was bist du? Ich bin die Fee der Vergangenheit. Mein Name ist Kirabel. Kirabel wurde aus der Feenwelt geworfen, weil sie eine schlechtherzige, grausame Fee war. Sie sagte Lady Puffy und ihren Töchtern: Wer auch immer von euch Damen mich gerettet hat, kann sich etwas wünschen. Alles, was du willst. Ich hab dich gerettet. Nein, das war ich. Die böse Fee Kirabel wählte Lady Puffy für den Wunsch. Und ohne zu zögern wünschte sich Lady Puffy einen. Ich möchte, dass du die Zeit zurück in die Nacht des Balles drehst. Prinz Leo soll eine meiner schönen Töchter heiraten. Die böse Fee winkte ihren Zauberstab auf die Taschenuhr und ließ jede Uhr im ganzen Land rückwärts drehen. Befand sich Cinderella plötzlich in der Zeit zurück, in der sie mit dem Prinzen verheiratet wurde. Dann rutschte die Zeit wieder nach hinten, als sie in der riesigen Villa war, die für den Glasschuh gebaut wurde. Sie versuchte, wieder in die Villa zu gelangen. Dann ging sie wieder in die Zeit zurück, als Lady Puffy und ihre Töchter sie im Haus einsperrten und in die Villa gingen, um den Glasschuh anzuprobieren. Prinz Leo fand Cinderellas Schuhe bei der Schlosstreppe. Und wieder hat die Uhr die 12 geschlagen. Der wunderbare Tanz fand wieder einmal statt. Dann fuhr Cinderella in ihrem Kürbiswagen zur Burg. Die Zeit rutschte immer weiter und weiter zurück, bis Cinderella saß unter dem Haselnussbaum mit Cheddar und Mozzarella. Und die Fee Liabel kam wieder zurück. Oh, schöne Cinderella. Ich bin gekommen, um dir zu helfen. Aber Liabel, was ist hier los? Prinz Leo kennt mich nicht einmal mehr. Das muss das Werk meiner bösen Schwester Kirabel sein.
Liabelle erzählte von einer mysteriösen Box in der Welt der Feen. Es war strengstens verboten, diese Box zu öffnen. Aber die Fee Kirabelle tat es trotzdem. Dass Kirabelle bestraft und in einer alten Taschenuhr gefangen wurde. Nachdem eine lange Zeit vergangen war, wurde sie von Lady Puffy und ihren Töchtern aus ihrem Gefängnis entlassen. Sie zeigte Cinderella, dass Kirabelle mit ihnen zusammen war. Lady Puffy hat Kirabelle einen schrecklichen Wunsch erfüllt. Um das in Ordnung zu bringen, müssen wir sie wieder in diese Uhr sperren. Okay, ja, aber wie? Liabelle, Cinderella und ihre kleinen Freunde machten sich einen Plan. Weitere Tage rückwärts gedreht. Der Botschafter der Burg hat den Ball erneut angekündigt. Aber diesmal haben Cassandra und Jezebel Cinderella nichts von dem Ball erzählt und ihre Ballsaalkleider heimlich anprobiert. Am nächsten Tag, um Cinderella davon abzuhalten, zum Ball zu gehen, schloss Lady Puffy sie auf dem Dachboden ein und ging mit ihren Töchtern weg, ohne etwas zu sagen. Bevor Kirabelle den Festsaal betrat, erschien sie neben ihm. Sie winkte mit ihrem Zauberstab und setzte einen Liebeszauber auf Cassandra. Sobald Cassandra den Festsaal betrat, erregte sie die gesamte Aufmerksamkeit vom Prinzen, dank des Liebeszaubers. Der Prinz ging auf sie zu und fragte sie, ob sie mit ihm tanzen würde. Ja, 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 ja! In der Zwischenzeit, Cinderella und ihre kleinen Freunde waren noch immer auf dem Dachboden eingesperrt und warteten auf die gute Fee. Die weiße Taube kam am kleinen Fenster von Cinderella an und trug die alte Taschenuhr, in der Kirabelle zuvor gefangen war. Einen Moment später erschien die gute Fee Liabelle vor ihnen. Wir müssen sofort zum Haselnussbaum. Die gute Fee winkte einmal ihren Zauberstab. Plötzlich befanden sich Cinderella und ihre Freunde wieder unter dem Haselnussbaum. Aber hinter dem Baum überraschte die böse Fee Kirabelle sie. Hahaha, dein Plan wird scheitern. Cinderella wird es nie schaffen. Und jetzt ist es deine Zeit, in der Uhr gefangen zu sein, Liabelle. Die böse Fee hat ihre Zauber auf Liabelle mit all ihren bösen Kräften gewirkt. Und Liabelle schlug mit ihrem Zauberstab zurück. Die kleinen Mäuse und Tauben versteckten sich wegen der mächtigen Schlacht hinter Cinderella. Liabelles Zauberstab wurde immer stärker und stärker. Und schließlich wurde die böse Fee besiegt und zu Boden geworfen. Cinderella, die Uhr! Öffne die Uhr, beeil dich! Nein! Bitte! Ich kann nicht mehr in dieser Uhr gefangen sein! Cinderella öffnete so schnell sie konnte die Uhr in ihrer Hand. Die böse Fee Kirabelle verschwand langsam und ging zurück in den Spiegel der Uhr. Alle Uhren im Land haben sich wieder richtig bewegt. Aber das war natürlich nicht das Ende der Geschichte. Der Ball! Liabelle, schnell! Die gute Fee mit ein wenig Magie gab Cinderella ein wunderbares Kleid und ihre berühmten Glasschuhe. Wenige Augenblicke später verwandelte sie die Taube mit Hilfe von Magie in einen riesigen Vogel. Also setzte sich Cinderella auf den Rücken der Taube und ohne einen Moment zu verlieren, flogen sie schnell zur Burg. Aber als sie ankam, sah sie Prinz Leo mit Cassandra tanzen. Mozzarella und Cheddar
rannten zum Prinzen und versuchten, ihn aus seinem Zauber zu wecken. Hey, das schönste Mädchen des Balls ist da drüben. Das schönste Mädchen? Wie auch immer, lass uns tanzen. Hey, sie wartet auf dich. Los! Als Prinz Leo Cinderella sah, verliebte er sich erneut in sie. Und die Magie der wahren Liebe zerstörte den Zauber der bösen Fee. Cinderella und Prinz Leo begannen zu tanzen. Auch Mozzarella und Cheddar tanzten. Endlich war alles so, wie es sein sollte. Cinderella und Prinz Leo waren innerhalb weniger Tage wieder verheiratet. Und ihre schönen Herzen waren wieder auf Kurs. Während Lady Puffy und ihre arroganten Töchter aus Eifersucht verrückt wurden. Wir können es nicht mehr schaffen.